da oben. Ja, damit herzlich Oh Gott, das war ein bisschen sehr laut. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Zu Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge haben wir Episode 2 gestartet. Und ja, das ist wieder alles ganz toll, denn scheinbar ist der Orden... Achaia, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ist wieder ein bisschen länger her. Und ja, in der letzten Folge wurde ich auch krank. Deswegen war diese auch sehr ruhig. Wenn ich da vielleicht eine längere Pause nicht rausgeschnitten habe, dann tut es mir leid. Das lag dann daran, dass ich meine Nase schnauben musste. Und jetzt geht es mir aber wieder halbwegs gut. Hatte zwar 3 Tage lang wieder Kopfschmerzen. Also jetzt nicht ganz so große Kopfschmerzen, sondern eher solche leichteren. Also es waren Schmerzen da, aber jetzt nicht so viel, wo ich sage, ah, okay, da muss ich jetzt eine Schmerztablette nehmen. Aber es ist halt trotzdem, ja, sehr belastend. Und ja, jetzt werden müssen wir... Ach, guck mal, es ist unser Typi. Und ja? Nee. Eantid ist der Stolze. Was habe ich getan, dass ich deine Geschenke verdiene, mein Freund? Hab Dank, Söldnerin. Ah, 1073? Nee. Adlerfrau, deine Wagemut bringt mich erneut zum Staunen. Warum musstest du den Jäger umbringen? Dieses Schwein, das dafür verantwortlich ist, dass mein Dorf in Schutt und Asche liegt. Wir hatten keine Probleme damit, hoffnungslos rachsüchtig zu sein. Ich, Antisias der Stolze, werde niemals niemandens Schuld stehen. Ich habe den Schatz zwischen den Felsen an der Küste Achaias versteckt, die angeordnet sind wie das Sternbild des Pfeils. Finde ihn und beende deine wohlwollenden Taten. Mehr habe ich hier nicht zu bieten. Ja. Ein bisschen sehr weit. Wir nehmen erstmal die gute Kletter. Und schauen an, was sie ja, für eine wundervolle Aufgabe für uns hat. Schere Kletter. Du bist gekommen, Söldling. Dank dir sind diese Leute sicher. Sag doch, Cassandra. Sieht aus, als würden sich die Gestrandeten gut eingewöhnen. Die Ressourcen sind knapp, aber wir kommen mit dem klar, was wir haben. Diese Leute können nirgendwohin. Schiffbrüchig, allein, fern der Heimat. Ich versuche ihnen ein wenig Trost zu spenden. Es spricht nichts gegen Unbehaglichkeit. Sie ist sogar besser. Das ist ein Prinzip der Ausbildung zum Spartiaten. So werden sie zu furchtlosen Kriegern. Du erinnerst mich an meine Tochter. Sie strebte immer danach, besser zu werden. Und größer. Niemand ist vollkommen. Wir alle haben etwas an uns, das sich noch verbessern ließe. Diese Leute werden an ihre Grenzen gehen müssen, wenn sie dem Orkan entkommen wollen. Ihre Truppen überwachen alle Schiffe von und nach Achaia. Und ihr Würgegriff um diese Insel wird mit jedem Tag fester. Wir müssen sie herausschaffen. Wirst du mir helfen, Cassandra? Nur wenn du bitte sagst. Ich helfe den Gestrandeten. Ich helfe euch. Was soll ich tun? Es wird nicht leicht, Achaia zu verlassen. Aber ich habe mit ein paar der Gestrandeten einen Plan ausgeheckt. Finde Orontas. Er beaufsichtigt die Felder. Er kann dir Informationen geben. Oder werden wir mit Orontas sprechen? Bitte, Papa, wann gehen wir nach Hause? Bald, mein Schatz. Bald. Ich kann nur hoffen, dass sie wirklich nach Hause kommen. Oh, sie sind weggeflogen. Ah, ein Söldling. Sag mir, kann es etwas Schöneres geben? Die Ruhe, der Frieden, die Freuden eines einfachen Lebens. Ich sehne mich nach einem einfachen Leben. Der Gedanke, sich niederzulassen, ist wie ein Traum für mich. Ich stolpere anscheinend nur von einem Ärger zum nächsten. Wenn das so ist, willkommen in Bura. Was führt dich nach Achaia? Ich habe viele Meere überquert, Söldling. Die Blockade bedeutet eine Zwangspause meiner Handelsreise, aber
Kletter gab mir ein Dach über dem Kopf. Wenn man so viel durchgemacht hat wie ich, wenn man die grauenhaftesten und tosendsten Stürme überstanden hat, lernt man die einfachen Freuden des Lebens zu schätzen. Das stimmt. Wie Bucher. Hier könnte ich Wurzeln schlagen. Mhm. Doch diese ruhigen Zeiten wären nicht ewig. Das stimmt allerdings. Genieße den Frieden, solange er dauert. Jeder Frieden ist teuer erkauft. Man muss ihn würdigen. Genauso sehe ich das auch. Kletter schickt mich. Du hast deine Schiffe verloren? In der Tat. Wir leben in unruhigen Zeiten, Söldling. Achaea wird von Tag zu Tag gefährlicher. Und wir müssen fliehen, solange wir noch können. Ich habe den Plan ausgiebig mit Kletter besprochen und... Sucht weiter! Wachen. Die Wachen wurden verstärkt. Ich habe ihre Aufmerksamkeit in der Festung auf mich gezogen. Sie suchen Gestrandete. Stimmt gar nicht. Sie dürfen unseren Frieden nicht stören. Das waren Kultisten. Erledige sie leise, wenn du kannst. Ich führe Kletter und den Rest in höhere Gefilde. Ich muss sie aufhalten, bevor sie das Dorf erreichen. Noch einer. Seid vorsichtig, erinnert euch an den Vorfall. Das ist so weit. Findet ihr aber vor! Genau! Bin ich wütend. Ah, war einfach verdammt. Ja, egal. Das ist auch egal. Schade, das hat jetzt keine großartigen, wie heißt? Konsequenzen. I don't think so. Wie denn? Da oben. Mehr Wachen. Zu Pferde. Hätte ich wohl die Leiche ausschalten müssen? Kilometer. Dass wir nicht allzu viel Schaden machen. Uiuiui. Na los. Ich hoffe mal, dass wir es trotzdem relativ gut gemacht haben. Was anderes wäre sehr doof. Aber dass er mich halt gleich gesehen hat, das ist halt ärgerlich. Söldling, du warst siegreich. Danke, Cassandra. Ich wusste, dass sie kommen würden, aber nicht so bald. Wir müssen unseren Plan umsetzen. Sag mir, was zu tun ist. Wir brauchen Schiffe, um die Ägäis zu überqueren. Die Schiffe, mit denen wir kamen, wurden uns bei unserer Ankunft in Bura vom Vorarbeiter des Hafens abgenommen. Vielleicht lässt sich mit dem Vorarbeiter verhandeln.
Ich kann helfen. Jetzt habe ich Zeit, um euch zu helfen. Dann sollten wir dich in Sachen Vorarbeiter auf den neuesten Stand bringen. Ich höre. Ein komischer Kauz. Gerüchten zufolge sucht er häufig eine Taverne in Pelene auf und trinkt, als wollte er unentwegt die Onyssos ehren. Angeblich ist er auf Söldner nicht gut zu sprechen. Ich kann Menschen für mich gewinnen. Ich bin sicher, du hast da deine Methoden. Vielleicht. Meine Tochter, sie hat das Wasser immer geliebt. Als Mädchen wollte sie immer ans Ruder, wenn wir aufs Meer hinausfuhren. Als sie älter wurde. Ich frage mich immer noch, ob sie je zurückkommen wird. Erzähl mir mehr von deiner Tochter. Als Kind war sie ungewöhnlich stark. Die Leute meinten, sie wäre über alle Maßen ehrgeizig und zielstrebig. Und sie war nicht nur überaus stark. Ihr Temperament glich dem des Poseidon in einem Sturm. Wo ist sie jetzt? Weißt du, wohin deine Tochter gegangen sein könnte? Sie ging ohne ein Wort. Jeden Tag sehne ich mich nach ihrer Rückkehr. Manchmal denke ich, ich habe sie für immer verloren. Du verschweigst mir etwas. Es gibt doch einen Grund, warum du mir von deiner Tochter erzählst. Ach, meine Fila. Jetzt ist sie Schiffsführerin der Skylla. Deine Tochter ist der Orkan? Ich habe seit Jahren nichts von ihr gehört. Ich habe sie zu sehr bedrängt. Zu weit getrieben. Und jetzt bleibt sie vielleicht für immer fort. Gib dir nicht die Schuld. Sie ist erwachsen. Sie trifft ihre eigenen Entscheidungen. Gib nicht dir die Schuld. Wir haben keine Zeit, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Orontas braucht unsere Hilfe. Ich gehe nach Pelene und mache mich nützlich. Okay. Chiere, Cassandra. Chiere. Ich sollte nach Pelene. Kriege ich jetzt, ja, sicheres Geleit. Ist da unten? Unter unten haben wir wahrscheinlich... Doch, hier. Wir haben sogar eine Eroberungsschlacht, sehe ich gerade. Los, komm. Danke. Wie sind wir hier hochgekommen? Komm schon. So, das müssen wir auf jeden Fall überleben, ja. Perfekt. Hier ist der Mann, den wir suchen, Söldling. Chiere, Chiere, mein Freund. Dich kenne ich doch. Ich habe dir deine Schiffe abgenommen, oder? Im Hafen. Wir sind hier, um die Schiffe zurückzuholen. Warum, hätte ich fast gefragt. Aber dann fiel mir wieder ein, das kratzt mich nicht. Weil du ein Söldling bist. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, mein Freund. Trinken wir, aber ohne den Söldling. Und warum? Du, stich in See. Oh, stimmt ja, das kannst du nicht. Ich kann in See stechen, ich steche gleich mal in dich hinein. Ich könnte mir die Schiffe einfach nehmen. Vielleicht ist es leichter, dich und deine Mannschaft abzumurksen und uns die Schiffe einfach zu nehmen. Siehst du, deinesgleichen dürstet ständig nach Blut.
Gewalt ist nicht immer die Lösung, Doch. Söldling. Deshalb hasse ich Söldner. Sie glauben, alles ließe sich mit Gewalt lösen. Ja, tut sich doch auch. Ich bin immer noch hier. Schön, beruhige dich. Wenn wir uns einigen wollen, müssen wir es tun wie zivilisierte Menschen. Also, was schlägst du vor? Dir zu helfen würde mich mehr als meinen linken Arm kosten. Wenn ich es wagen soll, den Zorn des Orkans zu wecken, müsste schon ordentlich was für mich rausspringen. Angeblich gibt es in der Schiffswrackbucht nicht weit von hier Schätze zu finden. Und Drachmen brauche ich immer, wenn du verstehst. Mit Drachmen kann man Wein kaufen. Ich sehe, was ich tun kann. Ich werde mich in der Schiffswrackbucht nach diesen Schätzen umsehen. Denk dran, Söldling. Ich nehme keinen Müll. Sympathischer Mensch, nicht? Da ist es. Ja, ich gebe jetzt hier keine. Was waren das? 50.000? Danach habe ich gesucht. 50.000? Nee, das kriegt auf jeden Fall nicht. Pustekuchen. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wirklich. Ich überhaupt nicht ein. Herakles Spielfigur. Ich finde schon, dass ich mir mit Gewalt viel lösen kann. Dann müssen wir hier rein. Dann müsste ja noch der Tote liegen, der sich von der Klippe gestürzt hat. Ich bin da. Gefunden. Da ist doch irgendwas faul. Das mit Mord zu tun. Wir haben angefangen. Wie hängt denn das jetzt auf einmal? Oh Gott! Hör auf zu helfen, Spiel! Wir können nur zu helfen! Ja, da liegt er noch. Der arme Kerl. Tasche voller alter Münzen. Ich muss wirklich jede Beute mitnehmen. Da ist es. Ja, auch anstatt, dass man einfach springen, ein bisschen weiter springen können. Cassandra. Ein ältesten Hinweis ist in der Nähe. War es nicht auch mit dem Kultisten-Hinweis? Welcher sich in der Nähe befand? Ladungsverzeichnis, okay. So fast der Markt steht in ein paar drei Schiffe her. Wie ist das Leben, wenn man weder das Beste haben kann, noch der Beste ist? Woher soll ich das wissen?
Sophos, der Makler, Drachmen bedeuten, macht dieser Glaubenssatz war für Sophos so offensichtlich wie die Sonne im Himmel. Die Reichen regierten, nicht die Imperatoren. Die Könige und die Armen waren gleichermaßen gebunden an die Notwendigkeit der Drachme. Der Orden verstand dies, weswegen der Orkan sich an ihn wendete. Die sah sowohl seinen Reichtum als auch seine Fähigkeit, diesen anzuhäufen. Sophos wusste auch, dass der Orden ihn nur benutze, aber sie wussten nicht, dass das mit ihnen anders hielt. Ja. Oh, Nestor. Die Ozeane mögen weit wie die Welt sein, doch bislang konnte es niemand mit mir aufnehmen. Nestor, der Eindrucksvolle, der Wind peitscht über sein Gesicht, sein Bart weiß von Meeresalz. Nestor brüllte seinen Siegesschrei in den Sturm hinein. Noch ein vernichtender Gegner sank in die tiefen, dunklen Wellen der Ägäis. Nestor hatte seine gesamte Jugend damit verbracht, die Ozeane der griechischen Welt unsicher zu machen. Doch mit jedem Sieg verlor er einen Teil seiner Gefühle. Da sprach der Orkan zu ihm vom Ruhm der griechischen Kriegsschiffe und von den Plänen des Ordens. Kein anderer ließ sich von ihm so schnell überzeugen wie er. Müssen wir dann mal gucken, wo die zwei Hanseln sich befinden. Oh, ich hab den Dreizack ja nicht mehr. Fällt mir gerade ein. Naja. Oh Gott. Boah, ich bin... mich, warum das jetzt auf einmal immer so hängt. Das war bei Assassin's Creed Odyssey bisher nie der Fall. So. Macht mich gerade ein kleines bisschen stutzig. Gucken, ob das nur unter Wasser ist. Guck mal, da haben wir schon Söldner. Ja, wahrscheinlich auf uns. Ich hab doch... Cassandra, ich hab doch meine Kamera hier hingehalten. Das Problem ist nur, dass das sowieso kein besserer Söldner ist, der uns einen Rang weiter hinaufbefördert. Ich hoffe ja bei der Erkundungstour wird das mal erwähnt, warum so viele Schiffe hier stranden. Söldling, du bist zurück? Hast du die Schätze, die ich will? Ich habe, was du wolltest. Ich habe in der Schiffswrackbucht etwas gefunden. Famos! Gleich her damit! Das sollte reichen. Abgemacht ist abgemacht. Ich stehe zu meinem Wort. Nur ein Malakas ohne Ehre bricht einen Eid. Ihr kriegt eure Schiffe zurück. Aber viel Glück dabei, am Orkan vorbeizukommen. Seht euch nur die ganzen Wracks da draußen an. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Warum hängt denn das jetzt? Dank was dir, ist denn das? Haben wir, was wir brauchen. Jetzt müssen wir. Orontas, Cassandra. Ach, ja. Ich denke, ich muss immer neu starten. Es muss kein Blut vergossen werden. Ich muss euch nur bitten, unauffällig zu sein. Die Befreiung der Gestrandeten hat den Orkan verärgert.
Es muss nur jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Dann wird keinem etwas geschehen. Dann nimm mich. Sie haben nichts damit zu tun. Ich bin es, nach dem du suchst. Wir haben genug getan. Es gibt keinen Grund für eine weitere Eskalation. Versprich mir, dass du unseren Plan in die Tat umsetzen wirst. Für all das verantwortlich, so viel Zerstörung, so viel Unglück. Ein schmerzhafter Anblick, als wäre sie gar nicht mehr die, die ich kenne. Jo, Kahn ist immer noch deine Tochter. Sie hat so viel Leid verursacht, aber trotzdem ist sie immer noch ihre Tochter. Anders haben wir bei Deimos-Alexus auch nicht geredet. Ganz gleich, was geschieht. Blut ist Blut. Sie ist immer noch deine Tochter. Eltern glauben stets an ihre Kinder, wie töricht es auch sein mag. Ich hätte sie aufhalten sollen, damals, als sie den Orden beitrat. Ja, das hätte ich. Wenn die Zeit kommt, dich dem Orkan zu stellen, meiner Fehler. Was wirst du dann tun, Cassandra? Ich bringe sie zurück. Ich tue mein Bestes, sie zurückzuholen. Ich war so stolz auf sie. Ich glaube, ich habe ihr das nie gesagt. Es gibt so viele Dinge, die ich ihr gerne gesagt hätte. Ich sollte den anderen helfen. Wir treffen uns in Patri, sobald wir bereit sind. Danke, Cassandra, für alles. Sicheres Geleit. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, hängt dir das jetzt auch die ganze Zeit? Das nervt mich schon wieder ein bisschen, weil ich nicht weiß, was das schon wieder sein soll. Kann natürlich sein, es hat jetzt auch einfach was mit der Cutscene zu tun gehabt. Aber das werde ich einfach mal beobachten. Ich werde einfach jetzt nochmal neu starten. Vielleicht wird dadurch das Problem zum Teil mit behoben. Und wir hatten doch hier Informationen über den Orkan herausgelesen. Wo war denn hier? Hab Dank. Ach, da oben. Gut, da würde ich sagen, machen wir nächste Folge herausgelesen. Und werden dann diese Aufgabe gleichzeitig, also danach mitnehmen. Und dann gehen wir nochmal hier hoch. Und dann haben wir, ja, hier haben wir den ersten Ältesten. Dort schippert der andere rum. Ja, werden wir diese drei Aufgaben noch mitmachen, werden Sophos erledigen und dann werden wir natürlich noch die anderen Mitglieder des Ordens der Ältesten eliminieren. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.